Jo, meine Lieben, ein herzliches Willkommen zu diesem neuen Video hier auf Ultra Survival. So nennen wir das Ganze heute, beziehungsweise generell. Wir befinden uns also hier in dem Villager-Dorf, wo wir mehr oder weniger gestartet sind. Aber, liebe Freunde, ich habe eine Entscheidung gefällt. Nicht immer ist ein Dorf in der Nähe. Ja. Also werden wir hier direkt neben den Hütten oder neben unserem Zeug hier ebenfalls eine Hütte bauen. Sodass wir also das sozusagen relativ realitätsgetreu nachbilden können, als wenn wir jetzt regulär in der Wildnis wären. Wir haben zwar so ein bisschen Schutz, ein bisschen Helligkeit, minimal, aber wir werden uns dennoch einfach was Eigenes bauen. Es muss nichts Schickes sein, sondern einfach nur seinen Zweck erfüllen. Das habe ich eben beschlossen. Dann können wir auch nämlich unsere Sachen besser aufbewahren. Und ja. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Steine gesammelt. Der Regen hat in der Zwischenzeit aufgehört. Die Frage ist, in welchen Dimensionen denken wir, wenn wir jetzt an Haus denken? Können wir da nämlich auch unser eigenes Bett platzieren. Okay. Wir sollten das hier nicht zubauen. Was denn, Golem? Hast du ein Problem damit, dass wir hier bauen? Ganz schön frech, der Kerle hier. So. Wir brauchen auch nichts Großes oder so. Machen wir so und so. Das ist mit der Form jetzt natürlich etwas sehr doof, was wir hier machen. Aber das war so, ich denke mal, das ist auch für euch einfach nachvollziehbar, dass man sowas baut. Anstatt dass ich einfach so generell da reinmarschiere. Ich will ja nicht unbedingt eine Villager-WG haben, sondern es soll ja schon realistisch sein und nicht, wie gesagt, nicht überall ist ein Dorf. Das berücksichtigen wir hiermit also auch. Ja, ja, das berücksichtigen wir hier. Die Frage ist ja, ob ich vielleicht mal, welches Tier zu mir passen würde letztendlich. Ob ich also vielmehr lieber die irgendeine Katze bin, die euch das erzählt hier, sozusagen ein eigenes Ego-Bild, so wieder eine Katze, oder ich bin ein böser Hund, oder bin ich irgendwas anderes? Das weiß ich halt selber noch nicht, also da könnt ihr gerne mal drüber abstimmen, also ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Tier ihr mich von meiner Wesensart in Verbindung bringen würdet. Also ich sehe mich ja so als Katze. Ja, ja. Als Katze sehe ich mich so, mehr oder weniger. Kann natürlich sein, dass ich damit auch völlig falsch liege. Aber dann könnten wir das Ganze nämlich hier so ein bisschen besser aufziehen. Ich denke mal, dass eine Katze euch auch viel, viel mehr Spaß machen würde. Als wie wenn ich da nur ständig irgendwie darüber quatsche und irgendwelchen Schwachsinn labere. Und ich meine, ich bin ja auch nicht doof. Eine Katze ist ja auch nicht doof. Nee, nee, nee. Eine Katze ist nicht doof. Nee, nee, nee. Ein Hund manchmal schon. Ja. Jetzt war ich gerade mal wieder einen kurzen Moment lost und habe überlegt, war das überhaupt die richtige Richtung? Ja, es gibt ja nur dieses eine Dorf hier in der Nähe. Und von daher sind wir richtig so. Dann, okay, das große Problem ist, wir haben noch keinen Sand. Das heißt, wir haben noch keine
Fenster, die wir uns. Okay. Und auch keine Türen und auch kein Bett und auch kein. Na? Gut, holen wir uns noch ein letztes Mal Steine. Ich hätte das vielleicht vorher mal etwas ausrechnen können. Oder generell mehr sammeln können, aber ja. Erstmal muss ein Koppelhaus herhalten, das reicht ja auch für den Anfang. Vielleicht bauen wir uns dann auch mal so ein Villager-Haus noch hier hinten irgendwo dran. Wäre ja natürlich auch mal was richtig Cooles. So. Jetzt muss ich hier zumachen. Dann kann ich hier das erstmal kurz frei machen und etwas Holz rausholen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir hier eine Fackel, damit hier auch nichts spawnt oder so. Die Werkbank. Werkbank, da haben wir sie. Die kommt dann hier hin. Und dann machen wir uns nämlich ein paar Türen. Okay, wir hätten es uns auch einfach machen können und hier vom Villager-Dorf die Türen abschlagen können. Aber nein, das machen wir nicht. Wir sind hier ehrlich. Hallo Creeper! Nein. So. Das große und ganze Problem ist, dass wir jetzt haben, dass ich nicht weiß, ob die Villager mein Zeug klauen würden. Deswegen sind wir eigentlich sicherer, wenn wir jetzt so in der Wildnis unterwegs sind. Deswegen Erde drüber. Ganz wichtig. Die Frage ist auch, ob ich vielleicht auch mal meinen Skin verändern sollte. So ein Katzengrafen-Skin oder so. Wenn ich eine Katze wäre da. Wobei ich sehe auch so ein bisschen wie die Katze aus, aber auch so wie ein Tannigel irgendwie mit den Zähnen da. Ja. Okay. Wie viel Wolle haben wir eigentlich? Viermal, okay. Heißt, reicht eigentlich für ein Bett, ne? Eins, zwei, drei und dann Holz. Holz, da. Eins, zwei, drei. Dann können wir uns nämlich unseren Wiedereinstiegspunkt nämlich hier reinsetzen. Okay, ich höre eine zum. Okay, das war jetzt auch mega schlau. Einfach mal direkt über die Kiste gesetzt. Gut, so, jetzt haben wir unseren Wiederherstellungspunkt. So. Dann. Lass mich mal, genau, wir bleiben. Ich bin heute lost, ich bin heute wieder lost. Wir bleiben dann also erstmal drin, denn wir müssen erstmal unser ganzes Erz durchschmelzen. Ich hätte jetzt natürlich hier auch Cleanstone oder halt Stone machen können, ganz normal. Habe ich jetzt aber nicht gemacht. Einfach aus dem Grund, weil, wenn ich das jetzt machen würde, haben wir halt jetzt erstmal wieder etwas Kohle vergeudet und ich weiß nicht, wie viel Kohle ich noch brauche und wie schnell ich da rankomme und, liebe Freunde. Deswegen so auf diese Art und Weise gerade einmal. Ja, die Katze denkt mit, ne, wenn ich eine Katze überhaupt bin. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, was ich bin. So. Ich finde die Glocken schon witzig irgendwie. So, dann kann das in aller Ruhe durchbrennen. Wir haben jetzt schon vier. Warte mal, was brauchen wir denn? Genau, wir müssen uns jetzt erstmal eindecken. Denn wir brauchen auch eine Ausrüstung. Heißt, wir brauchen einen Helm. Sieht zwar scheiße aus. Wir brauchen eine Hose, wir brauchen Brustpanzer und wir brauchen Schuhe. Und danach. Okay, ich glaube, wir brauchen doch noch mehr Eisen, wenn ich das so überdenke. Es könnte doch ganz schnell, könnte doch ganz schnell, genau. Könnte doch ganz schnell leer werden. 3, das gibt noch nichts. Komm, ein noch, dann haben wir schon mal Schuhe. Komm. Schade, dass das immer so viel verbraucht und auch gar nicht so viel hält.
So, scheiß Erkältung, scheiß Pollen. So, jetzt haben wir schon mal Eisenschuhe und einen Eisenhelm. Wir sehen aus wie Karl Napp vom Dienst. Aber gut. Warten wir noch mal kurz und dann könnten wir uns auch noch mal wieder in die nächste Höhle verziehen. Vielleicht sollten wir hier die Höhlen mal generell dicht machen oder zumindest ein bisschen... Wir wollen nicht unbedingt reinfallen. Da rennt der Villager weg. Villager! Zombie brennt. Ist sehr gut. So, gucken wir mal in der Zwischenzeit. Okay, 7 haben wir schon. Tür machen wir mal zu. Ich weiß auch, dass einige Kreaturen Türen öffnen können. Das wäre uns jetzt sehr, sehr unangenehm. Okay, da haben wir noch nicht genügend für. Aber für eine Hose sollte es reichen. Ach, das wollte ich doch, meine Herren. So. Jetzt brauchen wir noch einen Brustpanzer. Und dann müssen wir uns noch mal eventuell eine Spitzhacke machen. Okay, wir haben noch ein bisschen was. Eine Axt könnten wir eigentlich auch noch. Egal. Egal! Okay, die Villager hier sind sehr, sehr faul anscheinend. Die arbeiten nicht. Da wird mal Zeit, dass ich wieder jemanden aus dem Bett werfe. Habe ich das Gefühl. Wollen wir denn, der pennt wieder in seinem Bett rum? Ich sag's doch, Jung! Ha! Ja, da hast du Pech, ne? Kein Bett mehr da, so. Und er legt diese... Gehst du... Komm, arbeite mal ein bisschen für dein Geld. Sag mal, willst du mich verarschen hier, oder was? Ha, willst... Junge... Naja. Geht doch. Ja, ihr würdet gern an mich ran. Das kann ich mir vorstellen. So, mittlerweile haben wir hier... genügend zusammen. Das ist schön. Wir müssen mal langsam Dias finden, Freunde. So, eine Spitzhacke machen wir uns noch. Dann brauchen wir noch mal, komm, noch mal eine Spitzhacke, noch mal ein Schwert. So, ich bin halt so lost. Help, I need somebody help. So. Eisen. Gut, das haben wir. Spitzhacke haben wir. Axt brauchen wir gerade keine. Schaufel brauchen wir gerade keine. Schwert haben wir 2. Wobei davon ein Eisenschwert ist. Komm, wir machen uns noch mal eine Picke. Picken kann man ja nicht genügend haben. Jetzt hätte ich bald was gesagt, was nicht jugendfrei wäre. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich sage es auch nicht. Nein, 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 nein. Welche ganz böse wäre ich da. Ganz, ganz böse. Nee, nee, das sage ich nicht. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Mach ich nicht. Okay. Dann hoffen wir, dass uns dass sich kein Villager an unserem Zeug vergeht. So. Unsere Treppe haben wir hier. Okay. Oh, shit. Mama!
Mein Zeug springt dir bitte schon nicht weg. Okay. Ja, wo könnt ihr in Ruhe hochgehen, ohne dass ihr... Okay. Wer kommt? Wer kommt? Lalalalalala. Und tschüss. Hallo Creeper. Wo ist der andere hin? Ey. Junge. Okay, das ist jetzt doof hier. Hier komm. Hier komm. Ah ja, du bist so schlau, dass du da rumläufst mittlerweile. Alter. Wenn du mich flachsen willst. So. Okay, das ist jetzt doof gewesen. Gut. Da unten haben wir Kohle. Schön. Eine Blume. Eine Blume braucht man nicht jetzt. Wir brauchen jetzt erstmal Diamanten, Freunde. War da gerade ein Skelett oder war ich blöd oder blind oder beides? Frage beantwortet. Ja. Hilfe. Okay, es brennt. Ich höre es brennt. Okay. Schwierig. Freunde, die Folge ist eigentlich lang genug. Eigentlich müsste ich jetzt schon Schluss machen. Oh, nee, ne? Kann das sein? Hier sind die Entities aber auch ganz schön weit hoch. Freunde. Also, wie gesagt, wir haben jetzt zumindest schon mal ein paar Sachen hier vorbereitet. Ich hoffe, euch hat diese Folge Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Macht es gut.